Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem Demogorgon. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir mit ihm gespielt haben. Und ich wurde auch letztens, oder in letzter Zeit häufiger gefragt, ob wir mal wieder eine Runde mit ihm spielen können. Unser Setup, Leute. Pop Goes the Weasel trifft deine Wahl, Barbecue und Chili. Und ich hab's heute nötig, ja. Ich habe tatsächlich aus freien Stücken Nöten mitgenommen, denn die Leute haben drei Toolboxen dabei. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich Sorge habe, dass wir eben nicht alle erwischen in der regulären Zeit. Dieses Gefühl, dass wahrscheinlich den regulären Nötnutzern ständig ein treuer Begleiter ist. Naja, deswegen, ich habe es heute nötig und ich bin sehr gespannt. Wir haben es mal einfach dabei. Guck mal hier, der Generator ist jetzt gleich schon durch. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie... Zumindest da ist der erste durch und der zweite hier ist auch schon so gut wie fertig. Ja, wie gesagt, drei Toolboxen. Also die Leute können von mir aus lieber dreimal ein Dingens mitnehmen. Oh, nice, die haben wir. Das schafft sie nicht. Die Leute können von mir aus lieber dreimal eine Taschenlampe mitnehmen, als dreimal so eine blöde Toolbox, weil das halt die Gens so durchnudelt. Lassen wir uns überraschen. Da ist der zweite Gen durch und zwar der... Wo wir eben auch schon gesagt haben, der wird bestimmt gleich fertig. Da haben wir eine Person. Und drüben sind die anderen. Ist natürlich die Frage, ob wir direkt mal rübergehen. Ich habe einen Addon drauf, dass die Leute, dass die Dingens schneller wieder ready sind. Meine Kraft schneller wieder bereit. Ja, wo ist die Person jetzt hin? Hier. Okay, ich gehe zurück, trotzdem, denn, wie ihr wisst, wir haben Triff deine Wahl dabei. Oh, die haben sich sogar unten geheilt. Interessant, obwohl ich Triff deine Wahl dabei habe. So. Und das ist die Obsession. Shit. Ist die andere Person noch unten? Ja, ist sie. Nein, das ist aber nicht die, die Triff deine Wahl ausgelöst hat. Ach, verdammt. Okay, das ist bitter. Also da hinten hat irgendjemand Krach gemacht. Jetzt gerade nicht gesehen, wo die Klödia hin ist, ehrlich gesagt. Ärgerlich. Okay, wir schauen mal, ob wir da hinten jemanden erwischen. Boah, der Demogorgon, Leute. Ist natürlich eigentlich auch dämlich. Weil hier hinten ist halt nichts, ne? Aber er könnte... warte mal, bist du dann... Ja, du musst ja dann... Den muss er nicht. Ach, das war der, den wir eben schon mal einen mitgegeben haben. Ach, trifft deine Wahl, ist eh abgelaufen. War er es, Leute? Weiß es nicht. So, er rennt. Er rennt wahrscheinlich nach oben, oder? Mal gucken, ob wir abkürzen können. Weiß nicht, ob er nach oben gerannt ist. Okay, gehen wir mal eben zu den anderen beiden Gens, die wir schon... Da oben ist jemand. Okay, die ist abgehauen. War die Klödia. Ah ne, die ist nicht abgehauen. Die ist hier geblieben. Dritter Gen ist durch, Leute. So, und jetzt... Jetzt beginnt's halt, ne? Lang. Okay, das nehmen wir raus. Wir können ja ziemlich schnell springen. Ja, die guckt gut nach hinten, deswegen lohnt es sich für mich jetzt nicht wirklich, dass ich mich irgendwie mit dem Sprung am Griff bereit mache. Ich könnte sie auch in den Keller bringen. Wir hängen sie jetzt erstmal hier hin. Zweite Person erst am Haken, ey. Das ist schon ziemlich lang. So, der ist weg und der hier oben ist auch weg. Zwei Portale weg, das ist schon mal nicht ganz so geil. Wir haben gesehen, wo die eine hin ist. Und das eine Portal ist jetzt auch nicht so wichtig. Na, pack doch mal hier hin jetzt. So, die eine ist ja hier lang. Haben wir sie erwischt. Sehr gut. Ist hinten am... Ich muss immer mal gucken, ob da jemand arbeitet zumindest, ne? Das wäre geil, wenn du nicht zur Hütte rennst. Da wäre ich dir wirklich sehr verbunden.
sie? Macht sie aber nicht. Ach Mensch. Muss doch die Paletten auch nutzen. Ach jetzt, okay. Relativ spät eigentlich für meinen Geschmack. Ja. Okay, wir sollten die Generatoren jetzt beschützen. Aber ich hab's gesagt, ne? 5 Minuten, 4 Gens sind durch. Es ist halt, wenn die Leute die Toolboxen dabei haben, schwierig. Wir gehen direkt hier hin. Oh, und der ist auch schon ziemlich weit. Also verhältnismäßig halt. So, sie haut ab. Da hinten sind jetzt Leute. Hier schnell den Hit mit. Oh, schade. Nicht so schnell, wie wir das gerne hätten, scheinbar. Also hinten hat jemand weggemacht. Das heißt, wir müssen hier mal eben schnell hin. Einmal gegenschlagen. Oh! Sekunde! Na, dann schlagen wir doch mit Popcorn Weasel gegen. Das ist mir natürlich nochmal deutlich lieber. So, und da ist der letzte Gen durch. Alter Vater. Also frag mir nicht, wie der jetzt so schnell durchgenudelt wurde. Welcher denn vor allem? Der oben? Oh Mann. Aber das ist genau das, was ich meinte, ne? Die Ausgänge sind einigermaßen nah beieinander. Wir tun mal so, als ob wir die da hinten jetzt nicht gesehen hätten. Ist sogar hier geblieben. Moin. Gut, du kommst auch mit. An den nächsten Haken. Hallo? Okay, ich wollte schon fragen, was mit dir los ist, Jake. Ob alles gut ist oder ob du irgendwie körperlich Probleme hast. So, 1, 2 und er ist am Ausgang. Okay, eine Person sucht unser Totem, so wie es aussieht. Ah, das schaffst du nicht. Okay, die Nötschelle, Leute, ja. Nochmal jemanden umgeklatscht. Hier ist ja jemand relativ nah gewesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass drüben der Ausgang jetzt schon sehr weit ist. So, ja, die sind beide am Ausgang. Ich wollte mal gucken, ob ich die Person hier nochmal wiederfinde. Ist ja hier rumgerannt. Okay, die Ausgänge sind beide ready. Ah, guck mal hier. Hallo. Ja, ich wusste ja, dass sie hier ist, zum Glück. Okay, gehen wir hier runter. Und die haben wir auch. Sehr schön, ab in den Keller. Wenn mir jetzt Barbecue nochmal zeigen wird, wo die anderen sind, können wir auch entscheiden, was wir machen. Wenn sie jetzt am Ausgang stehen. Erste Person. Ne, die nicht. Da geht nochmal jemand rein, Leute. Nöd regelt hier in dieser Runde. Ich sag's euch. Ist sie schon weiter oder nicht? Wann das da hinten ist sie. Ja, geil. Jetzt kann sie natürlich ihr Mate schon mal ansagen, dass wir hier bei ihr sind. Ja. Oh, sie läuft. Moin. Wir haben Zeit, die Ausgänge sind ja auch noch offen. Ich lasse sie mal kurz liegen, weil es könnte natürlich sein, dass die andere jetzt doch gesagt hat, dass sie retten geht. Oh, scheint safe zu sein aktuell. Dann hängen wir sie nochmal auf. Oh, jetzt haben sie den Gen auf... den Gen, ja. Jetzt haben sie das Tor aufgemacht und sie geht raus. Okay. Das Tor war noch gar nicht offen. Ich habe auch noch irgendwie immer eben gesagt, ich hätte die Zeit, ne? Habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich hätte da jetzt noch Ewigkeiten mit ihr rumstehen können. Die darf nochmal versuchen, sich zu befreien, als ob... Oh Mann. Ja, hat sie jetzt einen Strike dabei oder nicht? Das ist die Frage, ne? Mal auf die Aufnahmezeit, 59. Ach, der Ausgang ist sowieso nicht offen. Obwohl der natürlich auf 99% ist, ne?
packen wir mal hier ein Portal hin. Sicher ist sicher. Kommen wir zumindest schnell wieder hin. Da zieht die noch die 4%, Leute. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hat sie einen Strike? Wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Naja, wir hätten sluggen können. Aber das wollten wir scheinbar nicht. Wenn ich jetzt stumpf hinterher renne, müsste ich sie trotzdem noch bekommen, hoffe ich. Jo. Oh, das schafft sie. Ja, die ist raus. Okay. Ja, ich hätte sluggen können, aber weißt du, wenn ich schon Nöte dabei habe, dann muss ich nicht auch noch sluggen. Hab's ja predicted, von daher passt das. Ist in Ordnung. Wenn sie nicht in die Richtung gekrabbelt wäre, dann... GG, well played. Dann hätten wir sie vielleicht sogar noch gerade erwischt. Gut. Ja, Gen Rush war real, ja. Silber zweimal und einmal Gold. Jetzt müsst ihr mal gucken, wir haben sogar bei Torwächter keine Münze bekommen. Also nicht mal Bronze, ja. Was hätte ich da groß noch machen sollen, ne? Das war mir von vornherein klar. Wir können ja mal gucken. Drei Toolboxen. Waren zwar nur die abgenutzten, aber ihr habt gesehen, wie schnell die tatsächlich doch durch waren, ne? Und das habe ich mir halt von vornherein gedacht, ne? Ach ja, Crow. Das ist auch lustig. Ist es der, den wir gerade hätten sluggen können? Weil dann wäre sie auch gestorben. Ja, also wir hätten easy drei Leute hier jetzt gerade erwischen können. Weiß nicht genau. Ja, doch, muss ja eigentlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, sollen die ihren Quatsch für sich entscheiden? Also, Nöd hat gut geregelt. Quasi drei Leute gekillt, wenn wir uns... Warte mal, ich kann ja gucken. Nee, sie hatte den Strike. Ja, sie muss es gewesen sein. Wie gesagt, wenn wir sie gesluggt hätten, wäre sie auch gestorben. Dann hätte sie wahrscheinlich nicht mehr so eine große Fresse gehabt. Dann hätte sie wahrscheinlich noch mehr rumgeheult. Also noch mehr als jetzt schon. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Ja, ihr seht ab und an, wenn man es mal nötig hat, kann das einem nochmal die Runde rumreißen. Ansonsten wäre es hier auf der Map und mit dem Killer wahrscheinlich relativ schwer geworden. Schön, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und danke an Tossi und die Kanalmitglieder für den Support. Support ist kein Mord. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.